Nachdem wir bei Handstützüberschlag 1 schon Bewegungserfahrungen gesammelt haben, wollen wir jetzt den Handstützüberschlag endgültig erlernen. Zum Aufwärmen ist es ganz gut, wenn wir mit vorbereitenden Übungen die Körperspannung trainieren. Auch die Stützmuskulatur gehört mit Handstandübungen gut aufgewärmt. Mit dieser Vorübung, die mit schöner Körperspannung ausgeführt wird, versuchen wir, die Bewegungsvorstellung des Anfliegens zu imitieren und dann den Handstützüberschlag anzuschließen. Mit unterschiedlich hohen Mattenstapeln können wir uns auf die Körpergröße der Übenden einstellen. Der nächste Schritt wäre es, den Handstand aufzuschwingen und schön gestreckt drüber zu fallen. Es sollte immer wieder auf die gestreckten Arme und die Körperstreckung beim Handstand hingewiesen werden. Noch eine letzte Vorübung zum Spüren der Hüftstreckung und dann kann es losgehen. Mähdrehen, Kästen und Weichböden sind bereits aufgestellt und wir versuchen annähernd in den Handstand hinaufzufedern. Haben wir das auch geschafft, können wir die ersten vorsichtigen Versuche wagen mit Anlauf, Absprung und Anfliegen in den Handstand. Wir versuchen, die Ansprungphase zu einer Anflugphase werden zu lassen, indem wir ein kleines Hindernis einbauen. So, jetzt wären wir bereit für die Zielübung. Für die Perfektionierung braucht es zwar noch einige Wiederholungen, aber für den Anfang ist das schon mal ganz gut.